Moin Leute, herzlich willkommen zum Fastfood-Manager. Leute, dieser Dönerspieß, der ist unser Ziel. Wir wollen unseren eigenen Dönerladen aufmachen. Doch dazu müssen wir uns erstmal hocharbeiten. Wir haben nämlich gemeinsam diesen wunderbaren Kaffeestand aufgemacht. Und wenn ihr hier nach unten rechts guckt, ich habe auch ordentlich gepungelt, Leute. Ich habe, glaube ich, hier noch eine Stunde weitergespielt, damit ich ansatzweise an diese 950 Dollar komme. Weil ich glaube, dann bekommen wir einen neuen Stand, Leute. Und ich will nicht großartig was spoilern. Ich glaube, es sind Hot Dogs. So, ich muss jetzt trotzdem erstmal noch weiterarbeiten, denn... wir haben ja... Aktuell haben wir Palettos heiße Boden. Aufgabenliste, genau. Verdienen Sie 950 Dollar. Ey, wir sind kurz davor. Ich mache jetzt mal den Laden auf. Ah, Palettos heiße Boden. Das ist einfach, Starbucks kann einpacken. Ist einfach so. Hört, hört! Palettos heiße Boden ist wieder geöffnet. Oh, hä? So, wo kommst du denn her? Okay, er will einen ganz normalen Kaffee. Ach, stimmt, ich habe ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist immer ganz geil. So, was wollen Sie? Ja, hier, nimm Eimer, bitte. So, Sir, für Sie ein bisschen heißen Kaffee. Ja, kurze Info, ich habe das halt ein bisschen weitergespielt, weil es wäre langweilig gewesen. Ich musste, glaube ich, über 100, 200 Kaffees verkaufen. Und das wollte ich euch nicht antun. Wir wollen nämlich den neuen Laden. Junge, was machen die beiden Typen da vorne? Was ist denn bei euch los? Oh, nicht genug Wasser. Ich fülle Wasser nach. Jo, und... Oh, war der Kaffee? Ja, egal. Kaffee reicht noch. Ne, Milch. Milch fehlt auch. Hinzufügen. Rest kommt nach hier unten. So, er will einen ganz normalen Kaffee. Hier. Bitte sehr. Oh, Leute, gleich ist es soweit. So, du, was? Falsche Bestellung? Oh, Mann. Oh, Leute, es fehlen nur noch 15 Dollar. So, sie will auch einen stinknormalen Kaffee. Wir müssen hier mal Kaffeebohnen nochmal nachknüppeln. Rein damit. Rest kommt nach unten. So, einmal bitte sehr. Danke. Hallo. Sehr interessante Frisur. Was wollen Sie? Einmal einen ganz normalen. Hier, bitte sehr, mit Zucker. Rein da. Hier, bitte sehr. Oh, Leute, der nächste Kunde, der nächste Kaffee, den wir verkaufen, bringt uns auf die 950. Und dann schalten wir die nächsten Aufgaben frei. Dann könnte es sein, dass wir aufsteigen. Weißt du, wir haben uns von ganz oben nach... Oh, achso, da ist schon die. Oh, ich habe nicht aufgepasst. So, warten Sie. Also, hier, warte. Bam. Und? Jawohl, verdienen Sie 950 Dollar und starten Sie Ihr nächstes Geschäft. So, ja, warte. Dann Palettos dicke Bohnen. Muss jetzt kurz mal dicht machen. Zack. Palettos heiße Bohnen, der Laden ist geschlossen. Dann gucke ich jetzt mal, wie funktioniert denn das? Aufgabenliste. Kaufen Sie einen Stand für 550 Dollar. Ja, okay, das mache ich jetzt. Mitarbeiter, mein Geschäft. Ah, da. Let's go. Ja, das müsste es sein. 550. Let's go. Ein Hotdog-Haus. Bam. Mein Geschäft. Achso, Shop Nummer 2. Das nennen wir Palettos. Palettos heiße Würstchen. Oder Palettos heißes Würstchen. Aber das, nee, das will ich lieber nicht. Da könnte ich Probleme mit der Stadt bekommen. Ja, ja, wunderschöner Store. Wunderbar. Ja, nee. Ja, so. Verbessern. Was sind jetzt meine weiteren Aufgaben? Kaufen Sie Rollergrill und Grill. Kann ich denn jetzt für den Stand hier, würde ich gerne einen Mitarbeiter einstellen? Als ob das geht. Für Palettos heiße Bohnen. Beachtung, indem Sie einen Mitarbeiter an einen Punkt Ihrer Wahl einstellen, übertragen Sie den Prozess der Herstellung und den Verkauf von Produkten vollständig auf einen Mitarbeiter. Ja, ja, ich mach. Als ob, Leute. Mein erster Mitarbeiter. Junge, hat der keinen Hals? Egal, Palettos dicke Bohnen, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich muss jetzt einen Rollergrill kaufen. Als ob, Leute. Bald wird uns auch so ein geiler grüner Porsche gehören. Sieht aber auch nice aus. So, Entschuldigung. Ich muss einmal einen Rollergrill kaufen. Ja, da ist es. Guck mal. Alter Schwede, wir sind ganz nah dran an dem Dönerspieß. Sausage Grill Pack. Ja, habe ich gekauft. Und Grill, das ist die Grillpresse. Oh, die kann ich mir gerade so leisten. Sag mal, ich habe nur noch 8 Dollar. Technik installieren. Kaufen Sie Brötchen, Würstchen, Senf, Mayonnaise und Ketchup. Sag mal, das habe ich doch, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Ich habe nur noch 8 Dollar. Scheiße, Leute. Das wird nicht reichen. Weil ich brauche Würstchen, die kosten 4 Dollar. Oh, das ist der Dönerspieß. Was brauche ich noch? Brötchen, Würstchen. Würstchen habe ich. Ich brauche jetzt noch Brötchen, Senf, Mayonnaise und Ketchup. Nee, das sind Burgerbrötchen. Hä, aber wo sind denn die? Hä? So, sind das die Würstchen? Nee. So, ich kaufe jetzt auf jeden Fall einmal Ketchup. 1,50. Mustard. Ja, das kann ich mir schon wieder nicht mehr leisten. Was mache ich denn jetzt? Kann ich das nicht hier irgendwie verkaufen? Er muss doch aufmachen. Nee, das kann ich selber nicht mehr. Ist noch was drin? Ja, ist noch alles drin. Ja, warte mal. Mitarbeiter. Nee, ich will dich feuern. Sag mal, das ist doch scheiße jetzt. So, ich gehe jetzt erstmal zu meinem Laden. Oh, stimmt. Der ist jetzt auch da, wo die ganzen reichen Leute sind. Let's go. Da ist er, oder? Doch, doch, das hier müsste er sein. Perfekt. So, platzieren wir einmal... Drehen.
den Grill. Ja, ein bisschen doch in die Mitte, damit wir alles abstellen können. Zack, dann hier einmal. Bam, Junge. Technik installiert. So, weitere Aufgaben, genau mit dem blöden... Ja, ich habe hier die Würstchen, aber mir fehlt... Ich habe nicht mal Geld für das Brot. Sag mal, das ist doch scheiße. Ah, hier wären auch die... Genau, Bread Pack für zwei... Ja, Mann, ich habe kein Geld. Boah, ich hoffe, der Tag ist gleich vorbei, sodass ich vielleicht ein bisschen Geld bekomme von meinem anderen Laden. So, kann ich jetzt schon schlafen gehen? Oh ja. Profitieren Sie vom Vortag von 4 Jahren. Okay, Leute, wir sind wieder im Game. Es war Nacht, ich konnte schlafen. Alles gut. Alter Schwede, das wäre sonst echt nicht gut ausgegangen. Palettos dicke Würstchen. Heiße Würstchen. Ich sag's euch. Die Leute werden heiß drauf sein. Warte mal, was haben wir denn jetzt alles? Wo sind denn meine ganzen Sachen hin? Ach, die habe ich schon hingestellt. Brotpaket. Zweimal nochmal. Einmal noch ein paar geile Würstchen. Da brauche ich noch Mayonnaise. Und dann haben wir auch alles. Na, ich kaufe aber nochmal von allem ein bisschen nochmal eine extra Packung ein. Sehr gut. Warte mal. 2, 2, 2. Da brauchen wir noch einmal Senf. Ja. Und noch einmal Würstchen. Ja. Ja, das müsste dann alles passen. So, Leute. Jetzt geht's los. Dann gucken wir mal. Hier noch die Würstchen. Zack. Oh, da sind immer nur 4 dicke Würstchen drin. Okay. Ich habe das Gefühl, das wird nicht so lange halten. So, hier kommt mal das Brot schön hin. Und Mayonnaise. Ja, sehr gut. Hier kommt dann die Vorrede. Zack, zack. So, alles schön umgefallen. So, Leute, wir können Palettos dicke Würstchen. Start. Jawohl, das Geschäft ist geöffnet. Kommen Sie. Hier gibt es die leckersten Würstchen in der ganzen Stadt. Also, das kann ich nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes. Ist es falsch rum? Ich glaube, das ist falsch rum. Ja, das ist falsch rum. Wartet. Ja, einmal nochmal. So. Ja. Und ich glaube, das hier ist auch falsch rum. Ja. Hallo? Mein Würstchen? Mein Geschäft. Palettos heiße Würstchen. Empfohlener Preis 4,50. Derzeitiger Preis. Ja. Ich klatsch mal rauf. Akzeptieren. Oh, Ma'am. Sie wollen... Ah, sehr gerne. Ich pack sofort ein Würstchen drauf. Wann sehe ich denn, dass das fertig ist? Muss ich das hier auch... Ah, das muss ich auch anschalten. Ja, warten Sie. Ich muss kurz gucken, wie das mit dem Würstchen funktioniert. Wann sehe ich denn, dass das Würstchen fertig ist? Scheiße. Ja, egal. Einmal. Nee, wieso geht das denn jetzt nicht? Steck doch das Würstchen da rein. Hier, bitte. Halt fast. Oh, ich hab die Mayonnaise. Mann, jetzt haben sie das weggeworfen. Okay, alles gut. Alles gut. Ich war einfach nur ein bisschen nervös. Aber so kann ich doch jetzt schon mal ein so ein Würstchen da drauf und hier auch schon mal so ein rein. So, der ist auch an. Okay, ganz ruhig. Trink Flaschi. Ja, ich könnte ja schon mal ein paar Würstchen reinlegen, oder nicht? Oh, hallo. Guten Tag, Ma'am. Sie wollen also ein heißes Würstchen. Oh ja, das heiße Würstchen ist schon fertig. So. Ja, warten Sie, das muss ich hier reinstecken. Sehr gut. Bitte, der Kunde ist zufrieden. Geiles Ding, Leute. Ich glaube, dass die müssen auch braun werden. Guck mal, wir können die auch bestimmt danach lagern. Oh, das hat niemand... Ist noch gut. Alles kein Problem, Leute. So, hallo, Ma'am. Sie wollen eines von Palettos weltbekannten dicken heißen Würstchen? Die kriegen Sie. So, und das ist fertig, das Würstchen. Das lege ich hier hin. Oh, nee, die sind aber noch nicht fertig. Warten Sie. Das kommt einmal, lege ich hier hin. Und das auch. Oh, ja. So, Ma'am. Das stecke ich Ihnen... Nee, das Würstchen stecke ich da rein. Und dann packe ich da Ketchup. Ja. Und einmal Senf. Sehr gut. Und? Jawoll! Sag mal, hat sie mir das gerade in die Fresse geworfen? Oh, das Würstchen muss auch raus. Das lege ich auch mal zur Seite. Zack. Zack. Und hier kann ich die Würstchen ja auch schon mal wieder drauflegen. Weil die werden scheinbar, ich glaube, die werden auch nicht schlecht. Oh, guck mal, das Geld. Ja, wir brauchen ja nur 1.900, ne? 1.700. Leute, ihr wollt mich doch verkackeiern. Ich würde hier gerne auch einen Angestellten reinballern. So, ich lege hier meine Würstchen. Oh, Alter, meine ganzen Würstchen sind schon fertig. So, warte, hier. Hä? Nein! Oh! Die sind verbrannt. Scheiße, toll, die kann ich jetzt zur Seite legen. Guten Tag, Sir. Ja, warten Sie, ich hab geschludert. So, aber ein so ein Würstchen kann hier schon mal... Oh, jetzt ist hier wieder was runtergefallen. Hat er nicht gesehen. So, einmal Ketchup drauf. Nee, wo ist denn jetzt mein... Einmal Ketchup. Zack. Und einmal Mayonnaise. Bitte sehr. Ja, geiles Ding. Hallo. Oh, ist noch gut.
Ist noch gut. So, wir stecken die Wurst in die Tüte. Wir stecken die Wurst in die Tüte. Wir stecken das schön unsere Mayo rein und geben dir das. Danke. Wir haben jetzt schon 29 Dollar für... Oh Gott. Hier würde ich gerne jemanden einstellen. Vor allem die Leute sind alle bei der Konkurrenz. Oh, ja, weil er den Dönerspieß hat. Und weil er vielleicht oberkörperfrei da steht. Oh, nee. Ah, nee, war glücklicherweise nichts drauf. So, sie kriegen schon mal direkt ein Würstchen mit unserem Geheimrezept. So, bitte sehr. Ja, 5 Dollar nehmen wir jetzt für ein so ein Ding. Ich packe hier schon mal wieder meine weltbekannten Würstchen drauf. Also, Millionär werden wir damit nicht, oder? Wir müssten, die Konkurrenz ist natürlich, die ist hier hart. Ich weiß nicht, ob Palettos dicke Würstchen da konkurrieren können. Dicke oder heiße? Heiße, okay. Ja, hier, guck mal, die können wir da auch schon alle rauslegen. Oh, nee. Oh! Scheiße, da liegt aber... Es wundert mich, dass... Also, es kommen nicht so viele Kunden. Ich weiß nicht, woran das... Vielleicht hat sich das rumgesprochen, dass mir hier dauernd Sachen auf den Boden fallen. So, einmal rein. Oh, das ist aber auch hier einmal. Warten Sie. Hinzufügen. Ja. Und einmal Senf hinzufügen. Hier, bitte. Zack, danke. Schön, dass du mir den Kram direkt dahin wirfst. Nein! Ach komm, schon wieder einer verbrannt. Sieht so ein bisschen aus, als hätte jemand in die Ecke Ne? Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von einem Palettos dicken heißen Würstchen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier ist der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos, klickt da gerne drauf. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.